Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Es geht weiter und zwar kommen wir jetzt zu den Event-Shop. Allerdings, ich hatte zwar, ich glaube, eins vergessen, das mit dem Spukhotel hinzuweisen. Obwohl, das kann man auch, sag ich mal, hier mit reinziehen. Und zwar haben wir hier neue Waffen, kriegen wir, oder eher gesagt, alte Waffen. Ein Plasma-Prügler, vielleicht aus Battle Royale, wo man die Loot-Insel immer eingenommen hat in Season 2 von diesem Kapitel. Und die Sternschnuppe, also so ein dauerwährender Strahl. Die kann man sich während der Reihe verdienen und natürlich kann man sich damit auch den Rainstorm freischalten. Das mit Tier der Finsternis ist was anderes, aber hier die drei kriegt man. Dann gehen wir in den Event-Shop selbst. So, die Spektralklinge und das Kennycorn LMG sind zurück. LMG auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall holen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Spektralklinge wird immer von vielen genutzt, könnt ihr auf jeden Fall spielen. Die kann man auf Energie, Physik und sogar auf Wasser perken. Das wusste ich auch noch nicht so wirklich, aber anscheinend ist das möglich. In den anderen Feuer und Natur leider nicht, aber das ist schon mal sehr nice bei sowas. Dann zu diesen alten neuen Waffen, da kommt noch der Puls, wie heißt der? Der mit der Kugel, der immer so heftig ist, kommt in den Shop und dann noch eine. Moment, die habe ich ja selbst. Hier, sowas kommt rein, der Plasma-Entlader. Dann. Wo haben wir die denn? Natürlich ist es ganz unten, ne? Zwar hier, Stromschienengewehr kommt auch rein. So sieht die aus. Schöne Scharfschützengewehr. Dann natürlich eine Sternschnuppe, das ist die hier. Das ist das Plasma-Prüx-Dings. Ich dachte, die wären hier alle geordnet. Eigentlich nicht. Na egal. Aber ihr wisst ja, wen es was reinkommt. So, dann kommen wir hier zum öffentlichen Zweitakter. Ja, ist eigentlich okay. Ich schieße zweimal ab, wenn man einmal schießt. Geht eigentlich klar für den Schrotflügel. Verteidiger, ja, okay. Rettungstrooperin Ramirez. Erhöht den. Ah, guck mal. Das ist schön. Das habe ich letztens ein Setup gehabt. Erhöht den Schaden von Sturmgewehr und Maschinenpistolen um 17%. Oder als Kommandantin 50%. Kann man auf jeden Fall nehmen. Sollte man mitnehmen, wenn man halt mehr mit Sturmgewehr und Maschinenpistole rumspielt. Spielt man! Dann legendäre Kraftquellen noch. Wirbelverderber? Nein. Epische? Noch nicht unbedingt. Oh! Folter plus episch ist drin. 8 Stück gibt es. Das ist, oh, das ist auf jeden Fall viel. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. 8 Stück. Jetzt machen wir nochmal 4. Sturmsplitter. Augelsturms. Ach, da sollte noch eins gesagt sein mit den. Wie heißt die noch gleich? Auf den letzten Drücker. Da habe ich vergessen zu sagen, dass man da auch natürlich Forta Plus bekommt. Ich weiß aber nicht, welche Mission das war. So, Blitz in der Flasche noch. Das, wo mir so gerade einfällt. Reiner Regentropfen. Und Forta Fix, denke ich mal, machen wir hier auch mal. Ja, das sieht doch nach einem schönen Shop heute aus. Da freue ich mich drauf.